Hast du jemals von Killbot.exe gehört? Ein Virus, der sich auf deinen Computer installiert und gefährliche Dinge anstellt, wie das Beschädigen von Accounts, das Verursachen anderer Viren, das Beschädigen von Geräten und das Gefährlichste von allen, Menschen verrückt werden lassen, bis sie sich selbst umbringen. Also, ich hatte einen brandneuen PC gekauft, da mein alter kaputt war. Ich habe mir Minecraft installiert und direkt angefangen zu spielen. Ich habe eine Welt erschaffen und angefangen, Holz abzubauen. Normale Minecraft-Sachen eben. Nach einer gewissen Zeit hatte ich einen Bauernhof gebaut, in dem Tiere lebten. Schafe, Kühe, Schweine. Dort habe ich aber auch selber geschlafen, da ich zu faul war, mir ein eigenes Haus zu bauen. Ich bin also erkunden gegangen und fand eine Höhle. Ich ging hinein und baute Erze ab. Ich hatte schon sehr viel Kohle und Eisen. Doch mitten beim Eisenabbauen wurde ich unterbrochen, da im Chat stand: Killbot.exe wurde installiert. Ich war verwirrt, was das zu bedeuten hatte. Vor mir teleportierte sich dann eine Person mit einem merkwürdigen Skin. Ich war aber nicht im Multiplayer. Er stand einfach nur dort, wie eingefroren. Langsam merkte ich, wie er ganz langsam auf mich zuging, und dann aus dem Nichts sprang er vor mein Gesicht. Dann fing mein Bildschirm plötzlich an zu zittern und dann tauchte ein Fenster auf dem stand, dass ein Virus auf dem Computer erkannt wurde. Ich bin ausgerastet, da ich den Computer erst seit kurzem habe. Ich habe versucht, ihn auszuschalten, aber es ging nicht. Mein Computer fing an, warm zu werden. Es kam sogar Rauch raus. Auf meinem Bildschirm öffnete sich gefühlt tausendmal dasselbe Fenster mit: Ein Virus wurde auf den Computer erkannt. Dann sah ich, wie alle Minecraft-Texturen anfingen rot zu blinken. Dann hörte ich merkwürdige Creeper-Geräusche. Plötzlich fing ich an, alles verschwommen zu sehen. Ich konnte nicht mehr atmen und wurde ohnmächtig. Später bin ich in einem Krankenhaus aufgewacht. Meine Eltern und der Arzt sind gekommen. Ich konnte mich an nichts mehr erinnern, aber sie meinten, dass ich ohnmächtig auf dem Boden lag. Ein paar Stunden später kam ich nach Hause. Ich wollte meinen PC anmachen, bis mir dann wieder eingefallen ist, was passiert ist. Es war Killbot.exe, der das alles getan hat. Ich werde nie wieder Minecraft spielen. So, das war's mit der Story. Diesmal etwas kürzer ausgefallen. Aber ich fand einfach diese Kreatur Killbot.exe, der Name und der Skin, ich fand das so irgendwie so interessant und ich dachte mir, ich bring mal die originale Story raus. Vielleicht werde ich irgendwann mal, wenn ihr wollt, eine längere Story dazu rausbringen, weil ich glaube wirklich, dass diese Geschichte Potenzial hat, verlängert zu werden. Und ja, schaffen wir 60 Likes auf das Video, das wäre mega heftig. Abonnieren, falls ihr es noch nicht getan habt. Und Glocke aktivieren natürlich auch. Checkt mein Discord in der Beschreibung ab, genauso wie die Playlists. Und ja, wir sehen uns beim nächsten Mal. Schreibt gerne Videowünsche in die Kommentare und ciao.